Sie sind hier, 29. Oktober 2018, 12.25 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Claudio Pizarro ist erst der zweite Spieler, der in der Bundesliga im Alter von 40 Jahren trifft. Urheberrecht Sport1 Grafik, Getty Images Imago. Claudio Pizarro ist erst der zweite Spieler in der Bundesliga, der im Alter von 40 Jahren ein Tor erzielt. Sport1 zeigt die ältesten Torschützen. Claudio Pizarro traf im Alter von 40 Jahren und 25 Tagen zum zwischenzeitlichen 1:3 für Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Die 2:6 Klatsche konnte der Peruaner aber auch nicht mehr abwenden, dennoch war es ein historischer Treffer. Pizarro ist erst der zweite 40-Jährige, der in der Bundesliga ein Tor erzielt. Bei den ältesten Torschützen der Liga-Historie ist er aber nur Zweiter. Sport1 zeigt die Top 10 der Oldie-Knipser. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.